Power. Two. So. Capisa. Okay, one, two. Let's get going. Okay, smile. Okay, smile, smile. It's okay. Straßenfotograf Samson setzt seine Laufkundschaft mitten im Stadtpark von Nairobi ins rechte Licht. Der öffentliche Park ist seit 25 Jahren das Freilandstudio der Straßenfotografen. Samson und seine Kollegen werden von einer meist ungeduldigen Laufkundschaft frequentiert. Meine Kundinnen haben Bedenken, dass ihre Stirn zu viele Falten hat, weil sie gegen die Sonne schauen müssen. Ich zoome in ein Digitalfoto, damit sie das Bild kontrollieren können. Ist das denn jetzt okay? Naja, das erste Foto war eigentlich besser, aber die Damen waren ja anderer Ansicht. Also musste ich noch ein Foto machen. Mehr oder weniger zwingen sie mich zur Unterwerfung. Denn sie wollen ein perfektes Bild und ich folge schließlich ihrem Wunsch. Der öffentliche Stadtpark ist die grüne Oase Nairobis. Die Stadt und der Lebensstandard ihrer Bewohner wächst. Kenia erlebte in den letzten Jahren ein hohes Wirtschaftswachstum und es herrscht Aufbruchsstimmung im Land. Ich bin stolz darauf, Kenianer zu sein. Ich bin stolz, mein Geld als Straßenfotograf zu verdienen. Ich muss nicht wie die anderen einen Bürojob machen, um mein Geld zu verdienen. Yona Dirango Dirito oder einfacher Samson hat seinen festen Platz direkt vor dem Unabhängigkeitsdenkmal des Stadtparks. Das Monument ist der untrügliche fotografische Beweis, dass man die Hauptstadt Kenias besucht hat. Freitag bis montags von 8 bis 17 Uhr ist das Open-Air-Studio Samson Fotos im Stadtpark geöffnet. Yes, we have it. Yeah. Yes, yes, we have it. The box itself. Die Kiste ist mein Büro. Sie beinhaltet alles, was ich für meine Arbeit brauche. Ausrüstung, Quittungsblock und meine Fotolizenz. Ich muss eine Lizenz für den Park haben und sie jedes Jahr erneuern. Der Deckel der Kiste ist mein Schaufenster, das lockt die Kunden an. Die Kunden sehen die Abzüge, finden sie interessant und wollen sich dann auch von mir fotografieren lassen. Samson und seine Kollegen haben in vielen Jahren ihren Verkäuferscharme perfektioniert. Selbst die ganz Eiligen können nicht widerstehen. Samsons Komplimente überzeugen die Parkbesucher, sich spontan vor dem betagten Denkmal fotografieren zu lassen. Ich lasse das Foto für meine Frau zu Hause machen. Ich bin für 3 Wochen in Nairobi und verkaufe Gürtel. Dann gehe ich wieder zurück nach Tansania. Anlass für ein Foto im Park gibt es immer. Das machen die Straßenfotografen ihren Kunden schon klar. Sei es wegen der neuen Kleider der Kinder oder nur um die modische Frisur zu dokumentieren. Ein Stadtbesuch ist für viele Kenianer Grund genug, diesen für die Nachwelt festzuhalten.
Samsons Frau und seine zwei Söhne wohnen auf dem Land. Die meisten Männer der kenianischen Mittelschicht verdienen das Geld für die Familie in der Stadt. Weit weg von Frau und Kindern. Rückt näher zusammen. Rutscht näher zum Papa. Samsung Fotos. Anstelle eines Abholscheins gebe ich ihm meine Telefonnummer. Dann kann er anrufen und fragen, ob seine Fotos fertig sind. Samsung Fotos. Hey, oh! Ich will aber aussehen wie diese Frau. Heute ist mein Geburtstag. Ich bin jetzt 50. Ja, ich mag Fotos sehr gerne. Wenn ich mal alt bin, können meine Enkel sich immer an diesen besonderen Tag erinnern. Sofortbilder aus dem mobilen, batteriebetriebenen Drucker sind vor allem bei den Jüngeren und bei der Laufkundschaft beliebt. Ein 9x13-Foto kostet 50 Cent. Abzüge von einem Negativfilm sind doppelt so teuer. Und der Kunde muss warten können. Die Fotografen zeigen den Interessenten Beispielfotos und schlagen ihnen Fotohintergründe vor. Abholscheine werden ausgefüllt und das Geschäft läuft auch in Zeiten der Handyfotografie sehr gut. Die Fotografen am Monument nennen sich große Fische, eine Gang mit genau markierten Revieren und abgesprochenen Preisen. Peter, John, Samson und Charles kauften ihre Kameras in den 80er Jahren und hüten sie bis zum heutigen Tag wie einen Schatz. Neue Digitalkameras sind ein konstantes Reizthema unter den Straßenfotografen. Als Berufsfotograf bevorzuge ich die analoge Kamera wegen der Bildqualität. Es ist kein Vergleich, selbst mit den hochwertigen Digitalkameras. Die gute alte analoge Kamera ist einfach besser. Stammkunde Dominik Ologi lässt sich seit 20 Jahren regelmäßig von Samson fotografieren. Es hat sich dadurch eine Freundschaft entwickelt. Ich will wieder ein Foto von mir machen lassen. Ich bin bereit. Heute habe ich etwas früher aufgemacht. Du hast mich schon lange nicht mehr beehrt. Ich mache am besten mehrere Fotos von dir. Ich weiß, du hast Geld gespart. Ist es immer noch derselbe Preis? Derselbe Preis. Weißt du, es ist Hochsaison. Was soll heißen Hochsaison? Wie teuer? Nur 1 Euro, nicht so teuer. Na, dann schauen wir mal, wie wir das machen. Jetzt schau mal, such dir was aus. Erinnerst du dich an die anderen Fotos, die du mit meiner Familie gemacht hast? Ja. Mit meinem Enkel, bevor sie nach Nyeri gefahren sind? Ja, an dem Feiertag. Meine Tochter hat die Fotos jetzt mitgenommen. Ich möchte noch so ein Foto machen lassen. Aber mein Enkel ist heute nicht bei mir. Dann kommst du eben an einem anderen Tag mit deinem Enkel und lässt dich noch mal fotografieren. Wäre das okay? Das wird mich immer mehr kosten, mehr und mehr. Du bist geldgierig. Nein, hör mir zu. Es sind jetzt Feiertage, du musst mich unterstützen. Du kannst dich jetzt entspannen. Ich bin entspannt. Welche Seite willst du? Guck mich an.
Mich, guck mich an. Ich guck dich schon seit 20 Jahren an. So ist prima. Eins, zwei, halt still. Okay, super. Ah, it's okay. Kannst du deine Kappe abnehmen oder hast du deine Glatze drunter? Ein hoher Haaransatz. I have a runway there. Wir machen jetzt das Porträt. Das, was du dir zu Hause an die Wand hängen kannst. Und jetzt muss ich die Blende wechseln. Das muss perfekt werden. Der wahre Dominik. So ist es perfekt. Ganz der Alte. Eins, zwei, perfekt. Es kostet so viel wie immer. So wenig oder so viel wie immer? Average. Durchschnitt. Where the meter starts. Okay. Either down or up. Okay. Let's go to the new one, man. Okay, then. Yeah. Thank you so much. Okay, okay. Yeah. Okay. Hey Peter, ich muss zum Labor die beiden Filmrollen entwickeln. Passt du auf mein Büro auf? Okay, danke. Vor ein paar Jahren waren die Fotolabore noch direkt am Park und 7 Tage die Woche geöffnet. Aber seit der Verbreitung der Digitalfotografie gibt es in Nairobi nur noch wenige Fotostudios, die Negativfilme verarbeiten. Ich muss den Film zerschneiden, weil die Rolle noch nicht voll ist und ich ihn so später noch weiter belichten kann. Dann verschwende ich kein Material. Ich kann den Film später weiter benutzen. Fotostudio Galaxy entwickelte in den 90er Jahren täglich 60 Filmrollen allein von den Straßenfotografen. Heute ist es nur noch ein Zehntel dessen. Okay, ich habe den Film geschnitten, der kann jetzt entwickelt werden. Straßenfotografen wie Samson wollen alles immer express, denn oft warten die Kunden im Park. Die Fotostudios in Kenia bekommen kaum noch Ersatzteile für die alten Entwicklermaschinen. Wenn die Negative einmal entwickelt sind, dann halten sie für immer. Ich suche mir jetzt die Bildnummern für die Abzüge raus. Jedes Foto hat sein Negativ. Der Kunde erhält beides von mir, für sein Archiv, zum Aufbewahren. Manche Kunden kommen noch nach 10 Jahren mit ihren alten Negativen zu mir, auch wenn das jetzt nicht mehr modern ist. Aber ohne Negative verlieren wir unsere Geschichte. Selbst wenn die Tage für analoge Fotografie gezählt sind, sie ist besser. Der Negativfilm wird zwar gescannt und digital korrigiert, aber Samson schwört auf die Qualität der Farbabzüge. Hey, this guy looks better. It's not like when the one was wearing the cup. Auch Fotostudiobesitzer Moses Kabicho Dungi trauert der guten alten Analogzeit hinterher. Heute muss keiner mehr ins Studio, um sich fotografieren zu lassen. Man fotografiert sich zu Hause und druckt die Fotos auch zu Hause aus. Früher war das anders. Die Filme mussten im Labor entwickelt werden. Heute mit den digitalen Fotos ist das einfacher für die Menschen, aber kein gutes Geschäft für uns. Fotostudio Galaxy hat sich auf Pass- und Bewerbungsfotos zum Mitnehmen spezialisiert.
Die Fotografie entwickelt sich weiter. So ist das eben. Was sollen wir machen? Wenn der Kunde Digitalbilder möchte, dann mache ich es. Was soll's? In den Fotolabors wird inzwischen nur noch eine Sorte Farbfilm verkauft. Alles andere muss bestellt werden. Samson sieht sich als Alltagsfotograf, nicht als Fotokünstler. Solange noch eine Sorte Film käuflich zu erwerben ist, wird er mit seiner 25 Jahre alten Kamera weiterarbeiten. Okay. See you tomorrow. Okay, thank you. I got it. Okay. Dominik kommt am Nachmittag mit Enkelsohn Bobo, um seine Fotos abzuholen. Hey Samson, was sitzt du dort rum? Hast du keine Arbeit oder was? Du kannst sie in den Umschlag tun. Ich finde sie gut, besonders den Hintergrund. Especially the background. The background. So this is another one. Yeah. What do you give that one? If somebody removes his baseball cap. Wenn jemand seine Baseballkappe abnimmt, dann sieht man das wahre Selbst. Auch wenn wir verständlicherweise manchmal gerne unsere Schwächen überdecken wollen, unsere Glatze oder so. Aber nur wenn man den Hut abnimmt, sieht man die Person, wie sie ist. Mir gefällt Samsons Arbeit. Ich möchte ihn zufriedenstellen, so gut wie ich es eben kann. So, dass er zufrieden mit dem Bild nach Hause geht. Ich habe heute eine Erinnerung für ihn kreiert. Und die ist für die Ewigkeit. Okay. Samson macht jeden Tag pünktlich Feierabend, bevor es dunkel wird. Seine Familie lebt 4 Stunden von Nairobi entfernt. Zum täglichen Pendeln ist das zu weit. Samson hat, wie viele seiner Kollegen, ein provisorisches Quartier. 2/3 der Bevölkerung Nairobis leben in den Slums außerhalb des Stadtzentrums. Einer dieser Vorortslums ist Dandora. 1977 wurden diese Notunterkünfte von der Weltbank gebaut. Sie sollten eigentlich nur temporär sein. Rund 1 Million Menschen leben hier. Samsons 8 Quadratmeter großes fensterloses Zimmer kostet 20 Euro im Monat. Manchmal fehlt mir meine Familie. Das ist nichts für mich. Sie fehlen mir. Aber ich muss irgendwie klarkommen und mir selber Frühstück machen. Ich lebe seit 10 Jahren in Dandora. Ich habe mich an die Gegend gewöhnt und habe Freunde. Mehr Platz brauche ich ja auch nicht zum Schlafen. Ich bin ja meistens alleine hier. Der Ort ist sicher. Ein mehrgeschossiges Haus mit vielen Menschen. Wir kennen uns. Das ist wie im Dorf. Samson ist auch in Dandora als Fotograf bekannt. Im Slum gibt es eine lebendige Musikszene und die braucht manchmal Werbefotos. Samson ist ein Insider, einer aus Dandora.
Samson trägt seine Kamera in einer schwarzen Plastiktüte. Zur Tarnung, aus Sicherheitsgründen. Dandora wird von zwei Gangs regiert und als Anwohner ist man im besten Falle für sie unsichtbar. Jeden Tag landen 2000 Tonnen Müll auf der Kippe. Was noch verwertet werden kann, wird von den Slumbewohnern sortiert und an Recyclingfirmen verkauft. Die Dandora-Rapper nennen sich Wafalme, die Könige. Sie rappen über das Leben auf und an der Müllkippe. Habt ihr eine Choreografie? Die Kleinen nach vorne und die Großen nach hinten. Wir brauchen die Fotos für unsere Promotion. Wir wollen, dass die Welt uns kennenlernt, dass die Menschen lernen, dass man Müll recyceln muss und dass man damit Geld verdienen kann. Anstatt alles einfach wegzuwerfen, kann man es sammeln und verkaufen. Wir brauchen die Fotos, um unsere Songs und unsere Band Wafalme zu promoten. Arrange yourself. Bringt euch in Position. You just look at me. Ihr schaut nur in meine Kamera. Macht eure Performance wie immer. Seid ihr bereit? Okay, guys. Okay. 1, 2, 3, 4. No more pollution, trash is cash. Make it green, make it green. No more pollution, trash is cash. This my solution, trash is cash. No more pollution, trash is cash. This my solution, trash is cash. Make a town a green town, make a town a green town. Make a town a green town, make a town a green town. Climate change environment. Make a town a green town. Climate change environment. Make a town a green town. Samson ist Profi. Er ignoriert den Gestank, die Schweine und den Matsch. Er setzt Wafalme in Szene und hofft dadurch, weiter empfohlen zu werden. Relax, 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 a good smile. It's okay. It's been so difficult for us. Für uns ist es schwierig, denn wir leben hier in Dandora. Wir haben kein Geld, einen teuren Fotografen zu bezahlen oder gar einen internationalen. Das kostet total viel Geld und das Geld haben wir einfach nicht. Obwohl die Jugendlichen sonst ihre Fotos mit dem Handy machen, setzen sie hier auf Qualität und vertrauen Samson. Welcome, Gufu. Welcome, Zito. Fisherman. Ja. Ja. Fisherman. Ist mein Buddy. Fisherman. Oh, so still, Junge. Ah, mein kleines Mädchen. Okay. Ich habe extra einen lichtstarken Film genommen, weil die Musiker sich bewegen. Sie brauchen Actionfotos für die Werbung. Nur so erziele ich die beste Qualität. Actionfotos have to do it that way. Zehn Kilometer vom Slum entfernt, im Zentrum Nairobis, lebt Dominik direkt hinter dem Stadtpark in einer Beamtenwohnung. Ein seltener Luxus für einen Mann mit Familie in Nairobi. Kommt, Kinder, wir gehen ins Wohnzimmer. Wie in allen kenianischen Wohnungen hängen die gerahmten Familienfotos bei Dominik fast unter der Decke. Hey, halt die Fotos mal richtig rum. Das ist Nyeri und das ist Whitney. Nimm die Fotos bitte nicht aus dem Plastik, Bella. Miriam, schaut mal, so ist er. Genau so, euer Vater. Samson is actually my record keeper.
Because we know him. Samson ist mein Buchhalter. Meine Familie und ich kennen ihn schon als jungen Fotografen. Die meisten unserer Fotos sind von ihm. Er ist mein Chronist. Ich könnte ihn sogar meinen Biografen nennen. Confirmation ya Consuela. Letter party up to top. Unaona? My late brother is here. Das ist mein verstorbener Bruder. Ich habe nur noch die Fotos. Die Tochter meines Bruders erinnert sich nicht mehr an ihren Vater. Was empfindest du, wenn du deinen Vater siehst auf dem Foto? Ich fühle mich schlecht. Why? Es macht mich traurig. Sad. Unfortunately, that's God's willing. In our culture. Unsere Luo-Tradition ist, dass wir uns um die Kinder unserer Geschwister kümmern. Wenn Bruder oder Schwester früh versterben, nehmen wir sie auf. Niemand sonst darf die Kinder nehmen. Das ist ein schönes Foto von ihm. Er sieht gut aus. Er sieht anders aus als sonst zu Hause. Hier sieht er oft gelangweilt aus. Samson macht sich unter der Woche auf den Weg zu seiner Familie aus Land. Hey, alles klar? Einmal ein Ticket nach Nyeri. Er klettert in ein sogenanntes Komfort-Langstrecken-Matatu und fährt, gut eingeklemmt, 2,5 Stunden Richtung Zentralprovinz. Nördlich von Nairobi geht die Reise vorbei am malerischen Rift Valley bis auf eine Höhe von 2800 Metern über dem Meeresspiegel. Hallo. Egal wo Samson auftaucht, jeder kennt ihn, jeder weiß, was er macht. Es gehört zum Geschäft eines Straßenfotografen, mit allen Menschen ins Gespräch zu kommen. So gewinnt er Kunden. Samsons Farm liegt im Hochland, einer der fruchtbarsten Regionen Kenias. In der Regenzeit kommt auf diesen Feldwegen auch kein Motorrad mehr durch. Dann muss Samson den letzten Teil der Strecke laufen. Nach gut 4 Stunden ist er endlich zu Hause. Hey, Boys! Hey, Jungs! Hallo. Okay, kein Problem, hier. Hi. Hey, hey. Ich habe mit der Fotografie angefangen, als ich noch sehr jung war. Ich fand keine Arbeit damals und fing an zu fotografieren. Und mit der Zeit verdiente ich gutes Geld. Bis heute ist das so. Alles, was man hier auf dem Hof sieht, plus all die Sachen im Haus, plus das Auskommen für mich in Nairobi, plus den Unterhalt für meine Familie, all das verdiente ich mit Straßenfotografie. Nach seiner Ankunft verwandelt sich der Straßenfotograf Samson in einen Kleinbauern. Die Kinder haben Ferien und Cousine Mary hilft bei der Ernte mit. Die Kaffeekirschen sind reif und müssen gepflückt werden. Ich fühle mich hier sehr glücklich. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Hier ist mein Zuhause.
Ich arbeite gerne auf dem Land. Ja, die Fotografie ist in mir, aber auch die Landwirtschaft. Dieses Land habe ich von meinem Vater geerbt und ich möchte es natürlich an meine Kinder weitergeben. Ich hoffe, dass sie später auch Freude daran haben. Er ist ein guter Mann. Er kümmert sich um uns. Ich liebe ihn und ich mag ihn. Das ist das Wichtigste. Samson und Alice sind seit 20 Jahren glücklich verheiratet, was vielleicht auch an der strikten Arbeitsteilung liegt. Alice verwaltet die Farmgeschäfte selbstständig. Das ist ihr Revier. Die Erlöse aus der jährlichen Kaffeeernte sichern die Grundversorgung. Die Familie ist sehr stolz auf ihre Tiere, besonders auf die Kuh Genji, die stolze 60 Kilo Gras am Tag verzehrt. Wie Vater und Sohn eben. Wenn ich auf dem Land einen Auftrag habe und die Ausrüstung mitnehme, dann nimmt Mark sich oft die Kamera und macht Fotos auf dem Hof. Für Kikuyu-Männer ist die Küche tabu. Das ist das Territorium der Frauen. Das ist unsere Tradition. Manchmal fragt Alice mich, ob ich was für die Kinder aus der Küche holen kann. Und schon gibt's Chaos. Deswegen ist die Küche nur für Frauen reserviert. Wir sind zu 90% Selbstversorger. Alles Gemüse kommt von unseren Feldern. Wir essen sehr traditionell, wie Mukimu oder Ugali. Wir haben das alles selbst angebaut. Köstlich. Das schmeckt nicht wie in der Stadt, wo man nie weiß, wann das Essen gekocht wurde. Hier ist alles frisch von unserem Land. Farm. That's good. Riesige Portionen sind normal, denn oft wird nur einmal am Tag gegessen. Das Vieh ist schon versorgt. Wie findest du deinen Vater? Im Wohnzimmer werden die alten Fotos von Papa angeschaut. Mich lachen die Kinder manchmal aus. Guck mal, wie Vater aussah, als er jung war. Schau, wie schlank er damals war. Guck, wie er genauso war wie wir jetzt. Die Kinder sehen meine Geschichte und wie weit ich es geschafft habe. Meine Kinder schauen sich die Bilder total gerne an. Diese Fotos sind mein Schatz. Ich hole sie nur aus dem Schrank, wenn die Jungs danach fragen.
Samsons ländliche Kundschaft reist nur selten in die Stadt. Aber auch sie möchten Fotos von ihren Familien und Festlichkeiten haben. Und so wird der Straßenfotograf Samson zum mobilen Dorffotografen. Hallo, wie geht es dir? Ich bin zurück. Hey, wie geht es dir? Ich habe dem alten Herrn was mitgebracht. Das ist aber schön geworden. Das Porträt von seinem Dorfnachbarn hat Samson in Nairobi entwickeln und rahmen lassen. Samson ist sehr gut. Ich habe ihn kennengelernt, als er fotografierte. Seitdem macht er auf unseren Familienfeiern immer die Fotos. Ich bewahre die Fotos gut auf. Das sind meine Erinnerungen an meine goldene Hochzeit. Auch David hängt seine Fotos nah an der Decke auf. Auf dem Land gibt es keine Fotostudios. Das Interesse an Fotos ist aber auch auf dem Land sehr groß. Ich würde gerne investieren und mein Büro hier aufbauen, um nicht mehr zwischen Nairobi und meiner Familie pendeln zu müssen. In der Zukunft will ich hier leben und arbeiten. Hennington begleitet seinen Vater gerne und möchte überall mit dabei sein. Aber Samson ist nicht immer davon zu überzeugen. Hallo, wie geht's? Wir machen deine Fotos hier. Bauer Richard Mutai möchte sich vor seinen Kürbissen positionieren. Da wachsen 200 Kürbisse, die werden mir gutes Geld bringen. Dreh dich ins Licht. Okay. Ich glaube, die Position. Warte, lass mich wechseln, okay? Okay, du konzentrierst dich, bis ich eine gute Position habe, okay? Hier ist es gut. Du kannst jetzt mal die Kappe abnehmen, damit man dein Gesicht sieht. Dreh dich zur Seite. Samson rufe ich immer dann, wenn wir Familientreffen haben. Ganz einfach, er ist zuverlässig und wir vertrauen ihm. Samsons Geschäft auf dem Land floriert durch Mundpropaganda. Die Bauern sind häufig miteinander verwandt oder verschwägert. Und ein gutes Foto spricht sich rum. Es ist ein Luxus, den man sich leistet und gerne zeigt. Samsons Abreise steht bevor. Die Stimmung ist gedrückt. Weder seiner Frau noch seinen Kindern gefällt, dass er schon wieder gehen muss. Mir geht es gut, wenn wir alle zusammen sind. Das macht Spaß. Aber wenn die Kinder in der Schule sind und Samson in der Stadt, dann bin ich alleine. Das mag ich nicht. Samson mag Verabschiedungen gar nicht, trotz vieler Jahre Routine. Bitte hol meine Sachen, ich muss jetzt los. Du, stell die Schlappen weg.
Ich werde dich vermissen, meine Liebe. Okay, Jungs, passt auf euch auf. Du auf die Kaninchen und du auf die Ziegen. Okay, bye. Ich vermisse meine Familie. Ich muss zurück in das hektische Nairobi. Ich warte sehnsüchtig darauf, wieder zurückzukommen. Die gleiche Strecke geht es nun wieder zurück. Eine halbe Tagesreisefahrt in den Moloch Nairobi. Samson liebt auch seine Arbeit in der Stadt und den Umgang mit Menschen. Er ist leidenschaftlicher Bauer und mit Herz und Seele Straßenfotograf. Die Musiker kommen als Team. Sie sind was Besonderes für mich. Und Samson ist auch etwas ganz Besonderes. Er ist seit 25 Jahren inoffizieller Chronist des sich stetig wandelnden Kenias.